Herzlich willkommen im Geheimlabor der Finsterlinge. Wir haben ja tatsächlich den Senator gefunden und auch Kevin, der gerade einen kleinen Gehirnkampf mit dem Senator kämpft, sozusagen. Und ja, gehen wir mal rein und schauen uns das Ganze mal an. So sieht das aus. Da ist der Senator, der hat leider keine Gehirnzellen, deswegen braucht er die von Kevin. Und wir gucken mal, dass wir die irgendwie befreien können. Um Kevin zu befreien und um den Gürtel abzunehmen, benötige ich einen speziellen Schlüssel. Das war ja wieder klar. Hier mal Minigame, aber da fehlt etwas. So, was liegt denn da? Ein Metallschlauch. Können wir dem hier irgendwie schon mal eine reinhauen? Okay. Richter entscheiden lassen. Naja, vielleicht könnte man ja kurz. Gucken wir mal erstmal im Kleiderschrank. Hier ist ein Kleiderbügel. Aha. Schlauch mit einem Haken. Ah, ich weiß wofür. Und zwar hierfür nämlich. Das müssen wir doch jetzt runterbekommen. Dann haben wir nämlich das fehlende Juwel und können das kleine Minispiel machen. Ordne die Juwelen so an, dass in jeder horizontalen und vertikalen Reihe nur ein Juwel der gleichen Art liegt. Der gleichen Art, nicht der gleichen Farbe. Ach so, die haben aber trotzdem die gleiche Farbe. Ja, gut. Dürfte ja kein Problem werden. Ich befreie erstmal Kevin, der kann das dann lösen. So, das lasse ich mal so. Machen wir den nach oben. Nee, das ist Quatsch. Den mache ich nach unten. Genau, so lasse ich den. Dann kommt der gelbe nämlich hier hin, der grüne dahin, der blaue nach unten. Und der rote kommt. Achso, der ist ja schon da. Dann kommt der rote hier hin, der blaue bleibt da oben. Rot, der kommt dahin, der kommt nach unten. So. Da. Nenn mich Kevin. Was haben wir denn jetzt hier so bekommen? Ach so, wir haben den Gürtel abgemacht. Nee, haben wir noch nicht, aber wir haben ein Blütenblatt bekommen. Gucken wir mal, was da drunter versteckt ist. Ein kleines Wimmelbild. Der Brunnen sieht wie echt aus, obwohl er nur eine Miniatur ist. Also ich muss auch sagen, mir gefallen die Wimmelbildspiele hier richtig gut. Weil es nicht so ein stupides Suchen ist, sondern man muss tatsächlich mal ein bisschen was machen. So, was haben wir denn hier noch? Einen roten Schlüssel. Aha. Der könnte doch vielleicht da rein. Nee, kann er nicht. Kann er auch nicht. Ach so, hier sind ja die Farben da unten. Okay, dann haben wir schon mal den roten Schlüssel. Können wir da irgendwas. Ah. Wir haben ein Schienenbahnteil. Und bekommen einen grünen Schlüssel. Oh, schade, der Brunnen ist abgestellt. Okay. So, hier haben wir einen Hebel. Wozu braucht man den Hebel?
Ach, vielleicht hierfür. So, der Stern kommt erstmal. So, das haben wir auch schon mal. Dann brauchen wir noch einen Stern und ein Zahnrad. Ist die Frage, wo die sich versteckt haben. Ach, guck mal da. Nein, wir haben einen Gürtelschlüssel. Also, das Ding da sieht ja selber aus wie ein Gürtel. Well-known politician and senatorial candidate Alan Howard today found himself at the center of an explosive scandal. Newly discovered information has led to accusations of extortion, blackmail, and violence on his part. Local authorities have charged Howard with several crimes, and the district attorney is already calling for life imprisonment. Stay tuned for more details as we receive them. Ja, das war ja mal niedlich. Also, tja, da ist mal eben eine Familie zusammengewachsen. Kevin hat ein Zuhause gefunden, was ich sehr schön finde. Und der Bösewicht, der Senator, ist erstmal hinter Schloss und Riegel und wird da hoffentlich nichts mehr anstellen können. Aber man weiß es natürlich nicht so genau. Schade, dass das Spiel schon vorbei ist. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass das so schnell zu Ende geht. Mir sehr leid, hätte ich das gewusst, hätte ich die letzte Folge ein bisschen länger gemacht. Aber egal. Mir hat das Spiel ja sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also haben sie toll gemacht, besonders die Filmsequenzen. Die ganze Geschichte war einfach nur, ja, schön. Einfach zu spielen, auch für meine Verhältnisse. Ich bin ja nun mal kein Kevin, aber ja, trotzdem sehr flüssig und sehr angenehm. Ja, dann müssen wir mal schauen, was wir als nächstes spielen. Dann bedanke ich mich erstmal vielmals fürs Zuschauen. Und ja, wenn du Spielevorschläge hast, was Wimmelbilder angeht, kannst du mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns vielleicht beim nächsten Spiel. Bis dahin. Tschüss.